Alles ist verloren, sogar die Volkswagen-Sparguthaben. Meine Verwandten haben Sparkonten gehabt für einen Volkswagen gespart. Das war im Dritten Reich war das üblich, man konnte sparen, bis man genug hatte, um so einen Volkswagen sich kaufen zu können. Die waren ein bisschen primitiver wie heute. Also, aber sie hatten vier Räder und ich bin mit einem so ein Ding gefahren, die hatten da Seilbremsen. Da musste ein bisschen aufpassen, wenn es glatt war, dann zogen die schief, weil die Seile unten, die haben sie immer verlängert oder verkürzt. Das war ein bisschen so ein Problem. Aber es war heute besser. Es war egal, ein Auto war ein Auto. Auch was in der Matratze gestopft ist, wird auch wertlos. Meine Oma hat immer gesagt, die hatte zwei Schuhkartons mit Trillionen und Billiarden da drin, aus den 20er Jahren. Da hat die gesagt, die mit den grünen Stempeln, die werden noch ganz furchtbar wertvoll. Die Oma hat dann noch 22 Jahre gelebt, aber bis heute sind sie immer noch nicht wertvoll geworden. Ich würde ja gerne mit ihr mal sprechen und sagen, was meinst du denn jetzt? Aber es geht leider nicht mehr. Naja, die Schulden wachsen, haben wir schon gesagt, egal was passiert, es dauert nicht mehr lang, egal was geschieht und was gemacht wird. Darum kommt niemand vorbei. Die Schulden wachsen und wachsen und können nicht mehr bedient werden. Und das ist das automatische Ende von allem. Deswegen sage ich, wir schöpfen Hoffnung aus dem Systemwechsel, der kommt mit Mozart. Aus der Zauberflöte, die heißt, es ist ein kleines bisschen geändert, aber nicht viel. Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zerlichtet der Bankster erschlichene Macht. So zum Beispiel. Das kommt davon. Es gibt noch weiteres, das will ich jetzt mal weglassen. Naja, was gibt es denn sonst noch? Ach ja, das ist vielleicht was für euch, das habe ich letztlich gefunden. Gibt es eine Finanzhölle und einen Goldhimmel? Die Frage wurde den Chemiestudenten der Universität Kildare in Irland gegeben, als Zusatzfrage mit Bonuspunkten. Und da haben alle geantwortet, die meisten sind eingegangen auf das Boyle'sche Gesetz, das sagt, wenn der Druck sich erhöht, wird es warm. Das merkst du zum Beispiel bei deiner Luftpumpe. Drückt zusammen, nach einer Zeit wird es richtig heiß. Das ist das Gesetz von Boyle, was das sagt. Umgekehrt, wenn Sie die Luft verdünnst, immer verdünnst, wird es kalt. Das ist das Prinzip des Eisschranks zum Beispiel. Das ausgedrückt wird es mit dem Boyle'schen Gesetz, die ich noch nicht gehört habe, spielt auch keine Rolle. Hat mit einer Aleppo-Beule nichts zu tun oder sowas. Oder eine Beule, die man am Kopf hat, nachdem ihr mit eurem Partner irgendwie mal, oder Partnerin ein bisschen geklopft habt. Da gibt es ja öfters mal so kleine Beulen. Das ist was anderes. Der Mann hieß so. So, dann gab es eine einzige tiefschürende Antwort, eine, und der hat dafür als einziger ein A+ gekriegt. Die ging so, die Frage hieß natürlich, ist die Hölle exotherm, gibt Wärme ab, oder endotherm, nimmt Wärme auf? Wollten die mal sehen, was die da antworten. Und dann hat er gesagt, zuerst muss man herausfinden, wie sich die Masse der Hölle über die Zeit verändert. Dies hängt von der Zahl der Seelen ab, die da drin leben oder leben müssen. Annahme, wer einmal drin ist, kommt nicht wieder raus. Gut, bei den meisten... Bei den meisten Religionen ist es so, die sagen, alle anderen Religionen, die kommen in die Hölle. Und da das so ist, jede Religion, das sagt, muss ja die Zahl der Seelen, die reinkommen, sich ins Unermessliche steigern, exponentiell zunehmen. Kann ja nicht anders sein. Jede Religion sagt das von allen anderen. Und jede Religion ist ja wenig, die anderen sind viel. Also, und die anderen sagen das auch. Also alle kommen rein, letzten Endes, danach. Also die Seelenzahl muss extrem wachsen, exponentiell. Das hängt mit dem Rauminhalt zusammen. Wenn Druck und Temperatur konstant bleiben sollen, muss ich bei der wachsenden Seelenzahl natürlich mehr Raum schaffen. Sonst wird es ja fürchterlich heiß da drinnen. Wollen wir mal sehen. Entweder expandiert die Hölle langsamer als die Menge der hinzukommenden Seelen, dann steigen Druck und Temperatur so lange, bis die Hölle explodiert. Oder die Hölle dehnt sich schneller aus als die Zahl der hinzukommenden Seelen. Dann fallen Druck und Temperatur und wird es kalt. Das ist das Eisschrankprinzip. Ja? Die Hölle friert ein und alles erstarrt bewegungslos. Welche Alternative ist jetzt richtig von den beiden? Da hat er gesagt, wenn ich die Prophezeiung meiner Kommilitonin Petra aus dem ersten Jahr einbeziehe, ergibt sich die Lösung, folgende Lösung. Petra hat zu mir gesagt, eher friert die Hölle ein, als dass ich mit dir schlafe. Wenn ich weiter berücksichtige, dass ich gestern Abend doch mit ihr schlief, folgt daraus, die Hölle ist bereits zugefroren. Kann nicht anders sein. Also endotherm und erloschen. Demnach bleibt nur noch der Goldhimmel übrig, dessen Existenz auch diejenigen Gottes beweist, was wiederum erklärt, warum Petra gestern Abend ungefähr 20 Minuten lang fast ununterbrochen geschrien hat, oh mein Gott. Ist das nicht nett? Das ist wirklich passiert. Das ist kein Witz. Ich meine, der Student hat es begriffen und hat natürlich das so dargestellt. Er hat A+ gedrängt. Sicher, das ist ja nicht... Ja, ein bisschen Wissenschaft ist schon dabei. Ne? Aber viele Annahmen. So, Mini-Quiz, was ist ein barbarisches Relikt? Das sind die Zentralbanken, nicht mehr Gold. Was stieg in den letzten Jahren im Durchschnitt um 18% pro Jahr? Ja, der Gold, der Anti-Dollar, genannt Gold, und seine Schwester Silber. Jahr für Jahr für Jahr, im Durchschnitt.
Mal mehr, mal weniger. Wer hat rund null Auslandsverschuldung und in der Kasse 40.000 Dollar pro Kopf? Mann, Frau, Oma, Kind, Andersartige und sonst wen an Devisenreserven, das ist Singapur. Wohin fließen derzeit heimlich, still und leise Hunderte von Milliarden Dollar? Naja, nach von Wall Street, Schweiz und Singapur. Es ist natürlich so, dass die in Singapur ist natürlich sehr schwül und sehr eng. Und ich habe ein bisschen Sorgen, dort zu sein. Warum? Wenn die Chinesen dort eine Putztruppe hinschicken, von vielleicht 25 Chinesen, also Singapur hat 10 Minuten überhand, das ist, liegt ja direkt da, das ist sehr gefährlich. Die haben doch kein Militär und gar nichts. Und wenn die Chinesen mal so machen, dann, naja, verwandeln sie Singapur vielleicht in ein Waisenheim oder ich weiß nicht, was man so verwandeln kann. Irgendwas, was irgendwie nützlich ist, eine riesige Suppenküche oder sonst wie. Was war die größte Falle für alle Gebildeten? Natürlich der sozialistische Gedanke. Das ist immer so. Etwas für nichts. Something for nothing. Glauben die, man kriegt irgendwas. Die merken nicht, dass was ihnen aus der Tasche genommen wird, der Staat von 90% behält, gibt ihnen ein kleines bisschen was zurück davon. Nein, nein, das kann nicht sein. Naja, früher gab es Genickschuss, heute gibt es das Finanzamt. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Im einen Fall die physische Vernichtung, im anderen Fall die wirtschaftliche Vernichtung. Das ist so groß ist der Unterschied nicht. Werden Gold und Silber weiter im Preis steigen, solange die Ungleichgewichte, Exzesse, Schulden und Perversion anhalten? Ja, mit absoluter Sicherheit. Häuserpreise sind seit 2009 um weitere 34% gefallen in Amerika. Fallen diese Ungleichgewichte? Nein, im Gegenteil, sie wachsen weiter, exponentiell. Dieses Team von Regierung, Politikern, Zentralbanken und Banken wütet weiter. Seit Jahrzehnten leben die Länder der westlichen Welt in etwas unterschiedlichem Maß, aber alle, über ihre Verhältnisse. Wenn das so ist, kommt in Englisch unweigerlich the day of reckoning, in Deutsch der Tag der Abrechnung. Wenn Sie als Einzelperson, als Firma immer auf Dauer immer viel mehr ausgeben, als was Sie einnehmen, dann ist es ganz einfach. Irgendwann kommt jemand und sagt, das war's, jetzt ist Schluss. Jetzt wird beglichen, es wird glattgestellt. Wir sind nah an diesem Punkt jetzt. Und wenn wir das nicht tun, dann tun die Naturgesetze das für uns. Das gibt es nicht, dass die Bäume in den Himmel wachsen, dass du ewig weiter Schulden machen kannst, bis ins Unendliche. Das geht nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Naja, übrigens habe ich gesehen, in Kamerun, an einem Bau, der schon fast fertig ist im Umbau, hatte das, dort gibt es auch so eine Art Bauamt. Aber Briefe können dort nicht zugestellt werden, weil es keine, die Post gibt schon, aber nicht mit Zustellung. Und da haben sie mit roter Farbe an den Bau dran gesprüht. Stopp, haben sie geschrieben. Wir sind das Bauamt, dringend melden, sonst Abriss. Mit roter Farbe angesprüht. Ich habe das irgendwie fotografiert. Das finde ich also sehr direkt. Hier kommen 12 eingeschriebene Briefe von dem Bauamt, wenn es irgendwas illegal macht. Und so. Dort wird mit roter Farbe kurz auf den Bau aufgesprüht, stopp, sonst kommt der Papa. Ich finde das gut. Der Papa kommt aber nicht, weil der vorher hingeht und schiebt ein paar Scheinchen hin irgendwo. Dann ist das so drin. Wir leben in einem gigantischen Ponzi-Schema. Alte Schulden werden bedient, nicht reduziert, indem man neue aufnimmt. Den letzten beißen dann die Bankrotthunde und die Liede weiß das sehr genau. Kommt Bargeldverbot, es bahnt sich an. In Schweden ist es fast komplett. In Schweden, ich weiß nicht, mit der blauen Zahl, also in Schweden gibt es so gut wie kein Bargeld mehr. Alles läuft über Karten und Schecks und Banken und irgendwelchen Kram, sodass es immer kontrollierbar ist. Griechenland hat 1499 Euro, alles drüber ist verboten, also ist illegal, Gefängnis. Am 1. Januar 2012, gestern habe ich gehört, man hätte es, die Gesetze jetzt wieder vorsichtig ein bisschen geändert oder man will es vielleicht noch zurücknehmen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, der Plan ist oder war, in EU, in Deutschland 999 Euro, was darüber ist, im Bargeschäft ist illegal. In Amerika zeitgleich 599 Dollar, was darüber ist, ist illegal. Wir können den Klempner schon noch machen, aber der darf nicht mehr kosten wie 599 Dollar oder sowas ähnliches. Also wenn die Oma dem Enkel mal einen Tausender geben will, das geht leider nicht. Ich würde ins Gefängnis gehen. In Bar meine ich. Kannst du schon, aber das muss so sein, dass der Staat es sofort kontrollieren kann. Ja, wir werden sehen, es wird dauernd von europäische Wirtschaftsregierung geredet, die könnte alles mehr Macht für gewähltes Brüssel, nur die könnten die Probleme alle lösen. Naja, die nationale Souveränität muss weg,